Mit dem folgenden Test findest du heraus, ob du deine Schulter mobilisieren solltest. Stell dich gerade vor den Spiegel und schau, in welche Richtung deine Handrücken zeigen. Zeigen sie zur Seite, dann ist das sehr gut. Je weiter sie nach vorne zeigen, umso mehr könntest du von einem Schultermobilitätstraining profitieren. Kurz Anatomie. Die knöchernen Anteile des Schultergelenks sind das Schulterblatt, das Schlüsselbein und der Oberarmknochen. Zwischen Schulterdach und Oberarmknochen hat man von Natur aus relativ wenig Platz. Zudem hat der Oberarmknochen mehrere knöcherne Höckerchen. Wird der Oberarm nach innen rotiert, dann wird das knöcherne Höckerchen am Oberarmknochen in eine Position gebracht, die dafür sorgt, dass der Platz zwischen Schulterdach und Oberarmknochen noch kleiner wird. Hebt man einen nach innen rotierten Arm nun an, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sehnen und andere tendenziell weiche Strukturen im Schultergelenk gequetscht werden und sich langfristig entzünden. Ist das also deine Alltagshaltung und du hebst die Arme im Verlauf des Tages oder vielleicht im Training immer wieder an, dann können Schulterschmerzen die Folge sein. Die Ursache für diese forcierte Innenrotation im Schultergelenk können Muskeln sein, die ihren Ansatz am Oberarmknochen haben und zeitgleich für die Innenrotation in der Schulter mitverantwortlich sind. Dazu gehören zum Beispiel der große Brustmuskel und der große Rückenmuskel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Brustmuskulatur zu mobilisieren. Ich rate es dir beispielsweise vor deinem Oberkörpertraining, wenn du diese Innenrotationssituation hast, stell dich gerade hin und nun drehst du deinen Arm in der Schulter nach außen. Wir nehmen ihn jetzt in dem Fall zur linken Hüfte und heben ihn diagonal nach hinten oben an. Das Ganze machen wir jetzt mit etwas Schwung. Hierbei ist es wichtig, ich zeige es mal von der Seite, dass du deinen Arm wirklich lang nach vorne durchstreckst und den Brustkorb weit nach oben öffnest. Hiervon kannst du gerne 20, 30 oder sogar 40 Wiederholungen machen und du wirst merken, mit der Zeit wird das Muskelgewebe durchblutet. Die ganze Struktur wird etwas weicher und dann kannst du diesen Bewegungsradius, wenn das Ganze schmerzfrei natürlich geht, auch vergrößern, indem du etwas mehr Schwung reinbringst und diese Bewegung kraftvoller absolvierst. Bist du eher ein Fan von statischen Dehnübungen, dann kannst du dich in Bauchlage begeben, den rechten Arm in diesem Fall zur Seite öffnen. Du kannst den Arm auch gerne leicht nach oben positionieren und nun legst du dich zur Seite. Du spürst hier die Dehnung in der Brust. Wenn du es schaffst, dann kannst du dich wirklich weit zur Seite öffnen und den Kopf bequem ablegen. Zusätzlich empfehle ich dir, mit dem gestreckten Arm immer aktiv in den Boden zu drücken, 2 bis 3 Sekunden. Und die Spannung dann ein klein wenig rausnehmen. Dann erneut 2 bis 3 Sekunden Druck und die Spannung wieder etwas lösen. Um den Rückenmuskel zu mobilisieren, empfehle ich dir beispielsweise einen dynamischen Preacher Stretch. Hierfür kannst du eine Bank als Setup nehmen. Und es ist wichtig, da der große Rückenmuskel die Innenrotation macht, machen wir jetzt eine Außenrotation. Nehmen hier unsere Hände oder Fäuste auf die Bank. Zudem ist es wichtig, dass wir den Rücken etwas runden. Dadurch wird Ansatz und Ursprung des Rückenmuskels weiter voneinander entfernt. Die Dehnung wird dadurch intensiver. Und nun bringen wir hier mit den Händen Druck auf die Bank. Die Arme sind lang, runder Rücken und wir federn hier nach unten. Auch hier kannst du gerne 30 bis 40 Wiederholungen machen. Alternativ, wenn du lieber statisch dehnst, dann kannst du im Prinzip die gleiche Übung machen. Gehst in Position, kommst nach unten, hältst diese Position, drückst mit den Fäusten aktiv in die Bank, hältst das Ganze für 2 bis 3 Sekunden, löst es ein klein wenig und erneut aktiv in die Bank drücken. Hier gilt ungefähr 1 Minute, sollte ausreichend sein, besonders dann, wenn du es vor deinem Workout machst. Ich persönlich bevorzuge die dynamische Variante vor dem Workout.
Statisches Dehnen empfehle ich dir dann, wenn du doch schon eine deutliche Einschränkung in diesem Bereich hast. Dann machst du das unabhängig von deinem eigentlichen Workout, beispielsweise am Morgen als Morgenroutine. Solltest du einen auf dich zugeschnittenen Trainingsplan benötigen, dann könnte mein Online-Coaching genau das Richtige für dich sein. Für einen unverbindlichen Telefontermin kannst du dich einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung eintragen. Wir vereinbaren das Telefonat, besprechen den Ablauf, die Kosten und so weiter des ganzen Coachings. Du schläfst eine Nacht drüber und wenn dir gefällt, was wir besprochen haben, dann bin ich in Zukunft vielleicht auch dein Online-Coach.